So, willkommen zurück bei Let's Play Team Fortress 2 Online. Na, Kollege! Genau so läuft das! Also, ich bin jetzt auf einem Server drin. Ne, und jetzt geht's so richtig los. So, ist auch einige Zeit her, wo ich letztens Team Fortress 2 gezockt habe. Ich werde bis zum Timeout, also bis die Zeit vorbei ist, spielen. So, mal schauen. Das ist ein Frachtrennen. Wir müssen jetzt versuchen, dieses Geheimmaterial in die feindliche Basis zu bringen. Und ja, dann geht's hoch und wenn uns das gelingt, haben wir gewonnen. Und dann wird wieder geswitcht und so weiter und so fort. Ja, also ich bin jetzt schlechter als in dem letzten Part, weil ich letztens vor 2 Monaten, glaube ich, gespielt habe. Wir haben gewonnen. Kommt her. Hey, du hast mir meinen Job geklaut. Komm her. Ich mach dich fertig. Okay, neue Runde. Mission startet in 30. Ich glaube, ich wechsle mal die Klasse. Oh, ich nehme mal den Medic. So, ihr seht, ich habe mit einer Überdosis und Notarzt ausgerüstet. Jetzt lade ich erst einmal die Ladung auf, damit wir später eine Überladung kriegen. Mission startet in 10 Sekunden. Rumalbern können wir leider nicht, wie die anderen gerade machen. 4, 3, 2, 1. Okay, er ruft nach uns, dann heim wir den einfach mal, was soll's. So, jetzt müssen wir versuchen, Heals abzugreifen. Und ein Lag. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich wieder bis mit meiner letzten Aufnahme richtig abgekackt. Was? Okay. Jetzt bin ich wieder drin. Das zählt. Und ich habe jetzt den gleichen Server wieder genommen. Jetzt sind wir allerdings Defender, also verteidigen jetzt. Gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen vorsichtig vor. Team-Map ist das. Ich wusste gar nicht, dass es davon ein Team-Play gibt. Also so, diesen Match-Typ wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Ich dachte, da gibt es nur Kontrollpunkte bei dieser Map. So, kommt's her, kommt's her, kommt's her. Ich bin ein Scout, ich bin super schnell, kommt's her. Ja, dann trinken wir mal den Drink. Der wird nur unsterblich für eine kurze Zeit. Da können wir die Gegner ein bisschen nerven. Aber es wirkt nicht so lange. Jetzt ist es schon wieder verbraucht. Ach komm her! Ich kloppe ein bisschen mit dem Fisch rum. Fisch! Haha! Und abhauen! Unser erster Kill! Ja genau, ein Kill. Aber nur eins, aber kein Spree. Haben nur manche Server, dass da so ein Killing Spree Dings da kommt, also dass manche so die Sounds Sachen kommen. Na, kommt's her, kommt's her, kommt's her, kommt's her, kommt's her, seid zu blöd dafür, kommt, seid zu blöd, oh komm, lassen Sie nicht provozieren, das ist ein bisschen traurig jetzt momentan, aber egal. Oh nein, der hat die Sentry von dem Typen zerstört. Oh, da ist ein Sniper. Nein! Wer ist der Drake? Ein Stück von ihnen. Skatergun, die habe ich doch anders ausgerüstet, oder? Sova-Popo habe ich ihm doch gegeben. Komisch. Danke, ihr werdet aufgestellt. So, ich wechsle mal zu... einem Heavy haben wir nicht, deswegen nehme ich mal einen Heavy. Heavy! Ach ja, diese Kopf, der ist immer noch von Halloween. Da war so ein Special im Halloween. Wollte ich auch einen Part machen, aber das hat es dann mir immer noch abgeschmiert. Na, kommt's her. Jetzt muss ich auf Spice aufpassen. Heavys sind anfällig gegen Spice. Nicht wahr? Gehe ich mal ein bisschen auf Tank los. Headshot. Verdammt. Also gut,
Nehme ich wieder andere Klasse, ich nehme mal Pyro, den nehme ich, wenn ich ein bisschen Spy-Killing machen will. Na, ja, wo seid ihr denn, Gegner? Da ist einer, ein Sniper, muss ich aufpassen. Oh nein, doch ein Demon-Moment. Den können wir leicht anfackeln, aber zuerst müssen wir den zu denen her. Na komm her! Komm her! Ist mal ein bisschen Spy-Checking, ne? So kann man gegnerische Spies leicht da tappen. Indem man einfach die Teamkollegen ein bisschen anbrutzelt. What? Okay. Ich lass mal den Pyro, mit dem gefällt's mir irgendwie. Multikill. Multikill. Oha. Was ist das? Na, komm her. Komm her, Mr. Salter. Ich will sie nur kochend auf den Grill legen. Und ich sie auch, Mr. Sniper. Jetzt haben wir einen Double Kill bekommen. Oh, wir haben zwei angebrutzelt, das ist gut. Ja, der ist noch verbrannt, der ist Seize, heißt es, glaube ich. Der Dave ist Questing Premium. Ah, ja. Hä? Geht's denn hier lang? Hey Dave, was geht? Oh, hier ist super zum Snipen, würde ich sagen, oder? Ich laufe jetzt hier hin und her, damit wir nicht von gegnerischen Snipern angegriffen werden. Na komm her. Ah, noch ein Assault bekommen. Fuck, den haben wir nicht erwischt. Schnell zurückziehen, jetzt sind sie aggressiv auf uns. Ne? Ein bisschen Controlling wieder machen. Spice und so. Und zack. Ein bisschen. Ich spiele mit dem Feuer, kann man sagen. Ach scheiße, er wusste, dass ich da bin. Der Sides ist echt gut irgendwie. Mal schauen, er ist. Oh. Ja, mittelgut, kann man sagen. Ist wissen momentan auch mittelgut. 5 Punkte, da ist einer, der hat 192, der ist wohl länger schon drin. Ah, das kenne ich. Das kenne ich. Was war denn das jetzt? Ein Rocket Jump oder was? Oder war das der Haftbombensprengung? Den kann man ja gleich auch testen, nachdem wir wieder gestorben sind. Also echt, damit kann man echt lustige Sachen machen. Oh. Das war wahrscheinlich ein Lucktreffer. Das ist wieder ein bisschen. Das Ding ich jetzt. Oh, er hat mir eine Falle gestellt. Wie schlau. Okay, dann machen wir jetzt mit dem Haftbombensprenger ein bisschen Unsinn, sage ich ja mal. Um es milde auszudrücken. Haben wir den schon ausgerüstet? Yep, haben wir schon. Kevin hat vorher ausgedacht. Also gut, Demo-Man. So. Den kann echt lustige Sachen machen. Das ist nämlich so eine Art, Haftbombensprenger, bloß dass er sich, dass er einem nicht selber Schaden zufügt. Ist einfach nur so zum Jumpen da. Oh, der hat eine Überladung. Dann. Hä? Bitte mal um Hilfe. Hallo, heil mich, heil mich, heil mich. Hallo. Ja, gut, danke. So, jetzt mal wieder nachladen. So, ich schieße jetzt mal hier hin, vielleicht erwischt hier einen. Ja, habe ich sogar. Habe ich, oh, da ist ein Sniper. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hm, vielleicht probier ich es mal mit dem Haftbombenspringer. Scheiße, das war jetzt
Was? Wir sind, werden dominiert, okay. Kommt ab und zu mal vor. Und? Man hat damit auch die Möglichkeit, auf einem Gebäude darauf zu jumpen und irgendwie den als Plattform zu verwenden. 36 Spieler sind drin. Also sind 13 in jedem Team, die sind momentan nicht so gut. Aber ich habe ja auch lange nicht mehr gespielt. Und schnell weg davon. Also, das ist genau das, was ich rede. Man kann sich hier irgendwo verschanzen. Verdammt, wir brennen. Komm her. Ah, wir haben einen Kill. Hier ist einer, den habe ich gesehen. Ah, jetzt ist er da oben. Dann will er wahrscheinlich hier raus oder irgendwo raus. Ah, hier geht's nicht raus, okay. Auf der Map, da geht's normalerweise raus. Oh, ich schmeiß mit dem Haftumspringen. Das ist natürlich super schlau von mir. Ich glaube, ich brauche neue Munition. Schnell zurück! So, wenn wir neue Munition wollen, dann müssen wir einfach zurück hier in diesen Schrank und dann haben wir neue Munition. Na kommt her, ich tue jetzt mal ein bisschen rumsprayen. Diese Art macht man auch ein paar Kills. Aber ich muss halt auf Spice aufpassen. Ich habe da gerade einen rumkirschen sehen. Hier ist ein Sniper, ich glaube ich gehe mal auf den los. Oh, da ist der, der uns dominiert hat. Scheiße, ich brauche einen Heal. Der ist bestimmt ein nee, ist er nicht, okay. So. Wir haben neue Munition. Die meisten nehmen hier Engineer, weil sie verteidigen müssen. Und mit ihren Sensors dann super agieren können. Ich glaube, ich sollte den Haftbombensprenger mal wieder wegmachen. Den habe ich ja nur zum Spaß benutzt. Also der ist nur zum Spaß, der Haftbombensprenger, würde ich sagen. Ich dachte gerade, das wäre ein Gegner, aber gut. Nein, was mache ich da? Falsche Waffe. Und zurück. Wieder ein bisschen rumeiern hier. Sehen aus wie kleine Tic Tacs. Oder wie ein paar Tabletten. Rote Tabletten. Na komm. Ah, hier können wir nicht rein, schade. Und tschüss. Alter, ich liebe den irgendwie. Hoppa. Oh, wir haben keine Munition mehr. Müssen wir wieder nachladen. So. Na, kommt her. Kommt her. Kommt her, na los, seid nicht so schüchtern vor der Aufnahme. Ah, hier ist ein Sniper. Halt, halt, halt. Warte, warte. Ah, ich hab den noch mitgenommen. Was verteidigt? Also okay. Gibt auch Punkte, wenn man verteidigt. Ich glaube, ich wechsle mal wieder. Ich nehme mal den Soldier. Der ist bestimmt ein Gegner, oder? Bist du ein Gegner? Er war ein Gegner. Sehe ich mal den Direktschlag. Der teilt richtig viel Schaden aus. Hey, David. Da ist einer. Lol. Ah, ich habe die Sentry von ihm zerstört. Es gibt auch Punkte. Es gibt hier fast für jeden Scheiß Punkte alles. Hey, habe ich jetzt ein... Ich glaube, ich habe einen Spy Zufall erwischt. Ne, hier ist ein Spy, oder? Also ein Kumpel. Hier ist irgendwo ein feindlicher Spy. Irgendwo. War ja gerade die Sentry da angegriffen. Alright. Es fühlt mal ein bisschen, also hier ist ein Spy bei uns. Man kann auch erkennen, dass ein Spy ist, wenn man zum Beispiel an einem Kollegen vorbeigeht, dann kommt man so quasi ein bisschen
in den Charakter hinein. Bei Spice ist es nicht so. Da prallt man ab. Und so kann man auch Spice erkennen. Hier ist ein Spy. Den hole ich mir. Ach, verdammt, er ist entwischt. Verdammt. So, wieder nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja, komm schon, nicht so schüchtern. Ah, ich habe einen erwischt, das ist gut. Also immer wenn es Ding macht, dann erwische ich einen. Boah, hier sind viele. Ich lade mich mal nach. Ach, das war ein Spy. Der hat eine Aufladung. Noch ein Kill. Wenn wir Dave noch einmal killen, dominieren wir den vielleicht sogar. Oh, verdammt. Ah, wir haben den erwischt. Wirklich. Ich dachte, der hat mehr Leben, aber gut. Oder war es ein anderer? Ah, wir haben den sogar noch assistet. Warte! Jetzt haben wir 13 Punkte. Alter, ist ein Gegner, oder? Ne, ist kein Gegner. Und mit dem Solche machen wir gerade gut Kills, merke ich. Ja, das waren zwei. Ich glaube, ich wechsle wieder. Ja, die wechselt man. Nein, das ist die falsche Taste. Das sind meine Ausrüstungen. Also ihr seht, wie lange ich nicht mehr gezockt habe. Ich weiß nicht einmal den Weg zum Charakterwechsel. Der Part wird noch 5 Minuten dauern. Und wieder ein bisschen ein auf. Boah, jetzt haben wir viele angezündet. Krass. Ja, hier hat jemand einen Teleporter platziert, den kann man nutzen. Naja, die Position ist halt gerade die beste. Aber ja, besser ist nichts. Okay, 14. Wieder ein bisschen. Boah. Hörst du das? Wie viele Punkte wir gerade machen? Wir werden halt von. Von wie viel werden wir dominiert? Von 2 werden wir gerade dominiert. Oh, da sehen wir eine Aufladung. Schnell zurückziehen, weil bei Aufladungen sind die Gegner unverwundbar. Das ist gut, um gegnerische Sentries zu zerstören. Mit Heavies ist es am heftigsten. Oh, Sniper weg. Hä? Er hat mich da angezündet. Hast du das? Ich kann mal wieder ein bisschen Team clean machen. Okay, das unser Team ist, sauber. Oh, der ist unverwundbar. Ja, das ist das. Jetzt hat er ein Heavy hier, der unverwundbar ist. Ich gehe jetzt mal auf den Medic, der haltet mich ständig. Ich hab's geschafft, ihn anzuzünden. Das ist was. Hier wird ein bisschen... Ja, jetzt hat er ein bisschen Feuer. Habt ihr Angst vor Feuer? Ja, wir sterben bei der Aktion zwar ständig, das stimmt schon, aber... Wir können den Gegner ein bisschen zurückhalten, weil er dann ein bisschen Schaden kriegt. Verdammt. Ach, scheiße, der war gut. Der war gut, Kompliment. Oh, das wird richtig spannend noch am Ende. Das legen sie alles nach vorne. Oh, oh, oh. Ich glaube, jetzt wissen sie schon, dass ich da ständig herkomme. Ich glaube, dann wechsle ich mal die Klasse. Warte, ich bin gerade... Wir hatten da jetzt seine Überladung verbraucht. Das war dumm. Naja, egal. Hallöchen. Verdammt, ich wechsle jetzt. Ich nehme mal wieder den Deutschland, den machen wir ganz gut. Sollen wir wieder ein bisschen hier agieren. Da ist einer. Ganz clevere. So, ich muss mich mal healen. Okay, hier ist kein Spy. Hier ist ein Spy.
So, 1,5 Minuten noch. Das sieht echt gut für uns aus. Oh, und Heavy, schnell weg. Heavys haben viele Leben. Da habe ich gerade einen unsichtbaren 2 gesehen. Ja, da ist er wieder. Schnell weg. Wenn man einen 2 sieht, der einen gesehen hat, sollte man sich schnell verdünnisieren, würde ich sagen. Weil man, es besteht die Gefahr, dass er auf dich losgeht. So. Okay, wir haben jetzt eine Überladung. Oder ein Kollege von uns. Jetzt werde ich versuchen, mich anzubieten, indem ich hier ein bisschen 7 drücke. Oh, 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 oh. Hm, ja, wir sind nicht die Schlechtesten. Wir sind aber auch nicht besonders gut. Also, wie gesagt, falls sich welche jetzt gerade über meine Skills beschweren, ich habe lange nicht mehr gespielt. Aber so schlecht spielt doch gar nicht, oder? Wenn man bedenkt, dass ich lange nicht mehr gezockt habe. Ah, hier ist ein Engineer, das ist gleich die Beute für uns. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Offensive, die kommen nicht einmal bis zum Schlacht mehr ran. Vielleicht weil es ein paar ließen. Es gibt ja ein paar Leute, die keine Lust mehr haben, weil sie verlieren. Und mal ein bisschen Spaß am Schluss. Was? Achso, ja, die sind noch an dem Wagen, deswegen Verlängerung. Ist wie im Fußball, wenn ein paar noch im letzten Angriff sind, dann wird der auch noch nicht abgebrochen. Und hier ist es genauso. So, gut, dann war's das für den Partner, sage ich Servus, bis zum nächsten Part. Von Team Fortress 2, bis dann.